ist Hochschulinformationstag an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Wir stehen hier im HIT-Studio und wollen gemeinsam mit euch mal ein paar Studiengänge genauer unter die Lupe nehmen. Ich kann es euch sagen, Indien ist eine ganz andere, aber spannende Welt. In Indien gibt es ganz, ganz viel zu erleben, zu erfahren und natürlich auch zu entdecken. Es geht jetzt um Indologie und ich begrüße ganz recht herzlich Herrn Reik Strunz vom Seminar für Indologie. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Herr Strunz, erzählen Sie mal, was begeistert Sie denn besonders an der Indologie? Ich erlebe einmal persönlich natürlich diesen Reiz an diesem eigentlich uns in unserem Kulturraum Fremden, also die verschiedenen Strömungen des Hinduismus, Buddhismus. Es ist aber vor allem der Reichtum, den wir über die Sprache mitgeteilt bekommen. Das ist ja eine große Sprachfamilie, Latein, Altgriechisch und das Sanskrit damit eben eng verwandt. Und bei mir ist es irgendwie eine große Leidenschaft fürs Sanskrit, für die Sprache wirklich. Und wenn ich mich jetzt für ein Indologiestudium in Halle entscheide, welche Module erwarten mich denn generell? Sie sagten ja gerade schon, es ist so reich und so breit gefächert. Was erwartet mich? Also wir haben generell eine Einführung in den ersten Semestern in die Kulturgeschichte, wo wir die Region, also Südasien, nicht nur Indien, sondern Südasien wirklich allgemeiner vorstellen, eben der Vormoderne. Und auch eine Einführung in den Hinduismus und den Buddhismus, in die Geistesgeschichte und Ethik, um Grundideen davon einfach vorzustellen. Und dann geht es auch schon ans Sprachenstudium, ans Sanskrit. Mhm. Das sind dann zwei Semester, in denen man eintaucht gewissermaßen. Und danach arbeiten wir vor allem mit Quellenstudien, also lesen in die Klassiker und in die auch für den indischen Kulturraum wichtigsten Texte hinein, das Mahabharata oder das Ramayana. Klingt und andere Texte auch. Also es ist vor allem Sprachenstudium tatsächlich. Mhm. Genau. Wäre das Studium denn etwas für jemanden, der sich gerne mit der indischen Kultur beschäftigt? Also das auf jeden Fall. Also wenn jemand sich versucht einzulesen in Buddhismus oder Yoga oder verschiedene andere Ideen, Karma-Lehre auch oder sowas, für den ist es eigentlich schon besonders interessant, eben nicht nur zu lesen, was andere vielleicht relativ wissenschaftlich darüber veröffentlicht haben, sondern auch Texte selbst zu lesen, die Originaltexte, also wie altindische Autoren gewissermaßen die Grundsteine legen für diese Grundideen. Mhm. Genau, also es ist einfach da wahnsinnig interessant, ja. Und man sollte halt darauf gefasst sein, dass man sehr viel mit Sprache zu tun hat, genau. Okay, Herr Strunz, eine weitere Frage. Wenn Sie mal so an Absolventen denken, in welche Richtungen sind die dann nach Ihrem Studium so gegangen? Also wir sind ja erstmal allgemein Ausbildung mit gewisser wissenschaftlicher Kompetenz und aber es geht dann bei uns vor allem, da wir ein Forschungsstudium sind, auch in der Hinsicht vor allem in Richtung Forschung. Also ich habe eine Kollegin, die ist jetzt in Bonn zum Beispiel in einer Arbeitsgruppe. Wir haben verschiedene andere Kontakte nach Marburg oder Berlin auch. Also man sollte schon ein gewisses Forschungsinteresse mitbringen. Forschung. Genau, also ich bin jetzt auch an meiner Promotion dran und danach ist dann auch die Frage, wie geht es dann erstmal weiter? Aber ich will schon noch in der Forschung bleiben und da gibt es dann verschiedene Gesellschaften, über die man Forschungsprojekte auch beantragen kann und ist da relativ frei, zumindest in der Themensetzung und so. Und es ist halt kein 0815-Bürojob unbedingt. Das wollte ich nämlich gerade fragen, genau. In welche Richtungen kann man wirklich gehen? Also wenn man sagt, man möchte vielleicht nicht in der Forschung bleiben, was kann ich mit diesem Studium noch alles anfangen? Ich meine, das Gute ist natürlich, dass man auch im Kontext mit Indien in der Moderne irgendwo ansetzen kann, weil man mit gewissen Aspekten eben, die bis in die Gegenwart reichen, eben so etwas wie allgemeinhin Kastensystem genannt, wohinter viel mehr steckt, weil man damit vertraut gemacht wird. Aber es ist tendenziell eher wirklich Richtung Forschung. Es lässt sich jetzt nicht auf einen großen, moderneren Bezug lenken. Vielleicht Museen, Bibliotheken, das schon. Aber ansonsten ist es vor allem die Forschung, ja. Wie sieht es denn aus so mit der Praxisorientierung? Gibt es vielleicht die Möglichkeit, auch mal so eine Art Auslandspraktikum zu absolvieren? Wird es vielleicht sogar empfohlen? Das ist ja auch eine spannende Sache, einfach direkt da mal einzutauchen in diese Welt. Also es gibt die Möglichkeit, wir haben natürlich durch den Bachelor gerade auch einen relativ strikten Zeitplan, aber es ist auch ein Praktikum vorgesehen, das man im Rahmen von 150 zu leistenden Stunden durchaus auch im Ausland ableisten kann. Genau. Und gerade für Schüler, die vielleicht an der 10. Klasse gerade sind, das Abi noch so kurz vor sich haben, gibt es die Möglichkeit für die auch schon mal reinzuschnuppern, ob das denn was für sie ist oder generell einfach sich das mal anzuschauen?
Also ich lade generell gerne Schüler und Schülerinnen zum HIT oder auch zur Lange Nacht der Wissenschaften ein, wo man einfach mal ins Institut kommen kann. Und gerade die Lange Nacht der Wissenschaften ist bei uns auch recht gut besucht. Ja. Wenn einfach mal dann Schüler und aber auch Familien und so kommen, die sich mit diesem anderen Schriftbild vertraut machen wollen oder einfach mit den Ideen, die mit dahinter stecken, teilweise auch mit dem anderen Lautinventar, das Ja. Dann im Sanskrit eben auch gegeben ist und sowas. Das ist so eine Möglichkeit, aber generell, wenn sich jetzt jemand damit befasst und mit der Frage, ob er Indologie oder ob sie Indologie studieren möchte oder eben nicht studieren möchte, wenn es irgendwie Fragen gibt, wir haben jemanden, der sich damit auch ganz gut auskennt. Das ist Herr Polis bei uns, der die Studienberatung auch mit durchführt. Und er oder sie kann auch jederzeit bei uns im Institut vorbeikommen mit konkreten Fragen durchaus auch. Und Ja. Dafür bin dann auch ich mit verantwortlich und versuche da gerne Fragen mit zu lösen. Fantastisch. Genau. Herr Strunz, also ich muss sagen, Sie haben mich absolut überzeugt. Indologie ist einfach so breit gefächert und so spannend. Und ich kann an dieser Stelle natürlich sagen, wenn man so nette Dozenten hat, dann macht es doch gleich doppelt Spaß. Herr Strunz, ich sage vielen, vielen Dank und euch viel Spaß in Halle beim Indologiestudium.